Dieses schmucke Gerät habe ich euch damals vorgestellt, als es niegelnagelneu war, als es sozusagen noch gar nicht erhältlich war. Dadurch, dass ich aber kein so sensationeller Schlachtschiffkapitän bin, habe ich mir hier eine Runde ausgesucht, wobei ich sie geschickt bekommen habe, aber dachte mir, die passt perfekt. Daher danke an Major Benny mit seiner Arizona. Und da, glaube ich, können wir jetzt mal ein bisschen besser sehen, was dieses Schiff so kann. Erstmal spulen wir, um die unglaubliche langsame Geschwindigkeit dieses Schiffs ein bisschen zu kompensieren, weil man sieht unten volle Fahrt, gerade mal 22 Knoten, das ist aber auch schon alles. Pech hat er hier auch noch mit dem Matchmaking, weil er ist hier ganz klar Load hier. Und jetzt hat er hier gleich mal seinen Aufklärer gestartet und will hier auf die Amagi schießen. Immer nicht wundern, wenn die Türme teilweise nicht gedreht sind. Das ist einfach mit dieser Spulfunktion einfach im Replay immer noch ein kleiner Fehler. Wenn sie mal ausgerichtet sind, geht es auch wieder, wenn nicht gespult worden ist. Also da bitte nicht wundern, das ist vollkommen normal. So, wir spulen mal weiter, weil hier ist einfach gerade alles eher nicht so spannend und nicht so gut drauf. Aber jetzt die Fuso, das könnte ein dicker Hit schon mal geben. Oh ja, schon mal der erste 10.000er. Der macht Spaß, davon wollen wir mehr sehen. Vielleicht gleich auf die Amagi, die da hinten noch rumschippert. Da jetzt die Amagi sensationell von der Position. 6 Sekunden. Die Granaten fliegen einfach wahnsinnig schnell. Und die könnten sehr, sehr gut kommen. Und auch hier nochmal eine Zitadelle und nochmal 17.000 Schaden. Jetzt gerade kann er auf nichts mehr wirken. Die Türme vorne drehen gut mit. Hinten muss aber gegenlaufen. Also das heißt, bis er die hinten hat, da dauert es jetzt eine Zeit. Wird jetzt hier aus dem Rauch beschossen. Natürlich von der Tendenz her kann das eigentlich nur die Mahan oder die Kiew sein. Die Mutsuki, so schnell schießt sie eigentlich nicht. Auf jeden Fall gut jetzt hier abzudrehen und nicht zu warten, wann die Torpedos kommen. Ja, so ein 4000er Hit. Gefühlt recht unspektakulär, aber macht auch Schaden. So, ist hier offen. Aber alles gut. Ja, Amagi durch wie durch Butter. So, und jetzt hier auf die Mahan. Da hat er schön getroffen. Die Arizona fährt da wohl in kein Torpedo rein. Habe ich gleich gesehen, dass die in kein Torpedo reinfährt. Deswegen habe ich es auch so angekündigt. Selbstverständlich. So, was ist mit der Ober? Und was haben wir da noch? Die Fuso. Was geht mit den beiden? Und nach wie vor, wir vergessen nicht, er ist hier Low Tier. So, Fuso bekommt jetzt auch mal die Granaten ab. Leider nicht so viel Schaden, wie er hofft. Hat noch ein bisschen abgedreht, sonst wären die Granaten richtig schön gekommen. So, alles gerade nicht so optimal zum Beschießen. Die Fuso bräuchte einfach ein bisschen breitseitiger. Aber, naja, okay, alles klar, eine Zitadelle. Ich habe nichts gesagt. Hat gepasst, so soll es sein. Jetzt muss er wohl sich da auf die Fuso aber konzentrieren, weil er sonst nichts anderes mehr sieht. Ganz plump, ganz banal. Und deswegen wird er jetzt auch auf die Fuso schießen.
die Granaten kommen ja alle kunterbunt runter. Eine trifft dann doch. Man sieht auch so richtig Bock auf die Fuße hat er nicht zu gehen. Da die erobert, das ist jetzt eher das Wetter, auf was er Lust hat. Na, aber die ist ein bisschen zu schnell. Eine kam da auch noch an, aber natürlich weit weg von dem geliebten Zitadellentreffer, den man so gerne hätte. Hat man jetzt auch wieder gut gesehen. Dieser Replay-Bug. Oh, jetzt kreuzen die beiden ineinander rein. Aber da wollte er unbedingt die Ober. Er dreht weg, aber bis das natürlich so weit ist, dass er einer der andere wegdreht, das dauert, das dauert. Oh, dafür aber jetzt einen schönen Treffer mit zwei Zitadellen. Das hat natürlich wehgetan und da nimmt man natürlich auch diese Mini-Kollision gerne in Kauf. Sehr fein. Ich glaube, die Nürnberg ist auch ganz froh, wenn der die Fuso auf ihn schießt und nicht auf ihn. Und er schreibt auch, sorry, ja, kein Problem, alles gut. Also, wie gesagt, ich glaube, das passiert häufiger, als es einem lieb ist. Und das hat wirklich noch keine großen Auswirkungen, zumindest bei meinen Spielen bisher gehabt, wenn man sich da mal so ein bisschen im Gefecht angestupst hat. Der Fuso ist natürlich deutlich schneller als er. Das heißt, die Fuso kann da ganz klar Raumgewinn machen und wegfahren. ...23 Treffer, 5 Zitadellen, 70.000 Schaden. Das ist eine super Statistik. Und auch, wie gesagt, besonders als Load hier. So, die nächsten Granaten hier in der Luft kommen jetzt an und ja, auch nochmal entspannte 8.000er, auch wenn es keine Zitadelle war, aber die tut trotzdem gut weh. Ja, da ist schon wieder der nächste Rauch im Wasser zu sehen. Da kann man natürlich gleich davon ausgehen, da können es wieder entweder Torpedos geben oder natürlich auch wieder ein bisschen Brand-Action. Wobei das Schiff aus dem Rauch hier auf die Tirpitz schießt und noch nicht auf ihn, aber das wird gleich passieren. Ist nur eine Frage der Zeit. Offen ist er auf jeden Fall. Die Fuso dreht jetzt aber ein bisschen weg, also... Entweder geht er nochmal auf die Fuso drauf oder er wartet so lange, bis er denjenigen sieht, der im Rauch sich befindet und darauf dann zu schießen. Aber Stand jetzt würde ich sagen, geh mal lieber auf die Fuso. Macht er auch. Schüsse sind raus. Jetzt ist es schön seitlich. Oh ja, Gott sei Dank. Torpedos laufen ins Leere. Und da drüben, ah, 2000. Aber... Da hat ein anderer gut getroffen und jetzt hat die Fuso lediglich noch 1914. Also das sollte gleich erledigt sein. Er brennt jetzt hier, das war zu erwarten. Hat jetzt hier sich repariert. Schaut jetzt also, woher die Schüsse kommen. Hält da ein bisschen drauf. Auch die Torpedos kann er nochmal verhindern. Jetzt gehen hier die Schüsse rein in die Rauchwolke, aber trifft halt nicht. Das ist einfach immer nicht so leicht, wenn man den Gegner nicht sieht. Jetzt wird ja auch nicht mehr geschossen aus dem Rauch. Oh, da ist er. Ah, jetzt hat er leider noch ganze 20 Sekunden. Das dauert natürlich noch richtig, richtig lang. Er wird hier auch gerade langsamer. Will ja natürlich unbedingt den Hit drauf bekommen. Sekundären schießen schon. Ganz fleißig. Noch 7 Sekunden. 5. Und jetzt kommt er wahrscheinlich echt noch hinter die Insel. Ne, er kommt. Es passt. Es geht. Schieß. Schüsse sind raus. Ah, viel zu wenig Schaden. Schade, schade. Da hätte direkt mehr kommen müssen.
So, und jetzt schnell wieder beschleunigen, nicht, dass einen die Torpedos dann noch treffen. Aber alles gut gegangen. Halb so wild. Das ist halt natürlich die sehr, sehr lange Nachladezeit der Arizona. Damit muss man halt einfach zurechtkommen. Man hat aber jetzt kaum mehr Hitpoints. Aber wird Gott sei Dank zerstört. Und das ist wichtig. Und da vorne kommt jetzt die Amagi. Da könnte es jetzt ein kleines Duell geben zwischen den beiden. Es ist Zeit für ein Duell. So. Torpedos auf Steuerbord. Nehmen wir da Torpedos, aber alles wurscht. So, jetzt wird's spannend. Amagi, hallo. 24.500 Schaden. Der tut sau weh. Amagi ist auch schon direkt am Heilen. So, und nochmal 5.000, aber natürlich nicht mehr so extrem wie der erste Treffer. So, jetzt dreht sie wieder schön rein. Das heißt, er muss auch ein bisschen eindrehen, dass er mit den Heckgeschützen noch arbeiten kann. Ja, macht er jetzt 3 Sekunden Flugzeit, das ist nicht viel. Sollten perfekt kommen. Und ja, alles andere als die Zerstörung hätte mich jetzt ehrlicherweise gewundert. Man sieht einfach, was das für Monstergranaten sind. Die tun richtig, richtig weh. Und er schreibt auch Arizona Rules. So, da ist noch eine Mogami. Die Mogami schießt natürlich schnell, kann hier einiges noch an Schaden verursachen. Die hinteren Kanonen liegen schon gut an. Die vorderen braucht er nur noch rum. Na, wenn sie noch ein bisschen, ja, ein bisschen weiter nach links noch vielleicht, Mogami. Großkaliber auf jeden Fall schon mal sicher. Na, und der war dann nicht mehr so zwingend. Oh, und da ist die Kiew. Das sind jetzt also beide verbliebenen Gegner. Brand aber direkt gelöscht. Torpedos direkt voraus. So, die Torpedos um Geda mal gekonnt. Na, jetzt brennt er wieder. Könnte sich aber auch noch reparieren bzw. heilen in dem Fall. Na, auch wieder kein Hit, den man gerne hätte, sondern da will man natürlich jetzt sehen, eine schöne Zitadelle und weg damit. Er schaut jetzt also auf den Kurs von der Mogami. Den Aufklärer jetzt hier, dass er ein bisschen besser sehen kann, weil natürlich von der Reichweite würde er locker drankommen, so oder so. Aber jetzt ist er zu, jetzt sieht er ihn auch nicht mal mehr. Aktuell 2 Kills, also potenziell wäre noch die Kiew und auch die Mogami drin. Ja, da ist der erste schon mal weg. Und nur noch Bogdana in der Mogami. So, Salve kommt. Und wieder so ein überschaubarer. So, jetzt kreuzt er hinter die Insel. Kommt also auch nicht mal mehr drauf gerade. Dadurch, dass das Spiel nicht mehr lange dauert, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.